Privat bin ich eigentlich ein sehr ruhiger Typ, ein sehr ausgeglichener Typ, der auch großen Wert legt aufs Familienleben. Wenn ich nicht im Profifußball arbeiten würde, dann würde ich heute wahrscheinlich auf einer Bank arbeiten, weil ich habe eine abgeschlossene Bankkaufmannlehre absolviert und ja, dann wäre ich heute irgendwo auf einer Bank tätig. Mit den Löwen verbinde ich Tradition, Fankultur, großer Verein, auch ein Stück weit erste Bundesliga. Oliver Kreuzer trifft Entscheidungen im Team. Das ist, glaube ich, heute ganz wichtig, dass man nicht unbedingt immer alleine entscheidet, sondern sich gute Leute ins Team holt und auch sich deren Meinung anhört. Und deswegen werden die Entscheidungen immer im Team getroffen. Oliver Kreuzer ist nach einem Sieg sehr glücklich, entspannt und freut sich nach einem Sieg immer auf ein Glas Rotwein. Oliver Kreuzer ist nach einer Niederlage enttäuscht, kommt immer auf die Niederlage drauf an, wie die ausgefallen ist. Manchmal kann man auch sehr enttäuscht sein, das geht dann ein, zwei Tage. Aber in der Regel dann spätestens, wenn die Woche beginnt, am Montag oder Dienstag, wird der Fokus wieder auf das kommende Spiel gelegt.